a musical tribute to a legend of our lifetime. Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum kleinen Infovideo und einem kleinen Talkvideo rund um meinen YouTube-Kanal und rund um Stream. Es ist jetzt der dritte Versuch, das Video strukturiert kurz zu halten, aufzunehmen. Irgendwie schweife ich beim Thema Rust immer ab. Von daher erstmal jetzt hier direkt die Fakten. Im Oktober wird es kein YouTube-exklusiven Content von mir geben, außer der Rust Guide. Den werde ich zu Ende stellen. Da fehlt noch der Heli. Da die Oilrigs müssen neu gemacht werden, weil die Oilrigs geändert wurden mit dem Update. Es fehlt noch das Fallen-Video und es fehlt auf jeden Fall noch Advanced Stroming. Ich habe mich viel mit Strom beschäftigt in letzter Zeit in Rust und werde euch da einige Sachen zeigen, wie man Auto-Turrets draußen aufbaut, wie man sie absichert, dass sie auch funktionieren, wenn euer Strom gekappt wird und so weiter. Da werde ich ein bisschen was zu machen im Oktober. Es kann sein, dass es erst Ende Oktober kommt mit dem Stromgedöns und so weiter. Auf jeden Fall werde ich den Rust Guide abschließen im Oktober. Ich weiß, da fehlt noch ein bisschen was. Das wird gemacht. Auch mit dem Heli looten, wie man das machen kann. Und auch wenn ich davon nichts halte, das nebenbei, aber nicht, dass ich jetzt wieder abschweife. Bedeutet im Umkehrschluss auch, es gibt keine Rust-Staffel im Oktober auf meinem Kanal. Die Bonusfolgen. Rust-Bonus-Staffel läuft noch bis zum 17.10. Dann ist die letzte Folge. Da sind zum Ende hin noch zwei, drei lange Folgen bei von einer Stunde und einer Stunde anderthalb. Habe ich aber auch keinen Bock gehabt, da jetzt noch rumzukatten. Ja, ich meine, so viele haben die Rust-Bonus-Staffel jetzt nicht geguckt. Die sie nicht geguckt haben, können sie sich dann geben, wenn sie wollen. Es wird im Oktober keine neue Rust-Staffel geben. Ob es im November eine neue Rust-Staffel geben wird, weiß ich auch noch nicht. Sag ich euch, wie es ist. Muss ich mir jetzt hier im Oktober drüber klar werden. Generell, wie gesagt, es wird sonst keinen Content geben auf YouTube, den ich exklusiv für YouTube mache, bis auf den Rust-Guide, den ich noch abschließen werde. Danach wird im Oktober kein exklusiver YouTube-Content kommen. Im November weiß ich noch nicht. Weiß ich echt noch nicht. Wenn im November was kommen sollte, dann wird es Rust und 7 Days sein wahrscheinlich. Es kann aber auch sein, dass mir beides keinen Spaß macht und dann wird beides nicht kommen. Dann wird vielleicht irgendwas anderes kommen. Kann ich euch auch noch nicht sagen. Aktuell ist es halt so, dass mir das Streamen mehr Spaß macht, gerade wenn dann so, ja, dass man mit den Leuten interagieren kann. Es ist ja dann so auch mittlerweile, dass so eine kleine Gruppe öfters da ist, so wie Raffi, Treffnix, jetzt die letzten paar Mal auch der René, die Mara ist sowieso immer da, der Snafu schaut auch ab und wann rein und ja, der eine oder andere, der auch sich ein bisschen weniger im Chat vielleicht beteiligt und ja, das macht halt einfach mehr Spaß, wenn man so dann die Leute da hat und da ein bisschen mehr mit interagieren kann und ja, das ist das Problem. Ich habe in den letzten Wochen den Spagat versucht zwischen Stream und YouTube. Wie gesagt, ich gehe arbeiten, ganz normal Nachtschicht jeden Tag, 8 Stunden. Klar habe ich Wochenende, aber aktuell war es so, dass ich gestreamt habe oder dass ich, also streamen werde ich auch weiterhin im Oktober. Dienstags und Donnerstags. Dienstags mache ich immer einen Stream, wo ihr entscheidet, was ich spiele. Ich stelle immer 6 Spiele im Discord zur Auswahl, da könnt ihr dann abstimmen. Das hat bisher immer sehr gut geklappt. Ihr habt immer genau das getroffen, worauf ich auch echt Bock hatte. Das war super. Und donnerstags war immer Rust Team. Zum Rust Team gehört Demeter, Shepard, Snafu, Mara. Ja, da haben wir nur Frontier gespielt in letzter Zeit. Ansonsten, ja, jetzt letzten Donnerstag
war es halt einfach erbärmlich, der Stream, muss man einfach so sagen. Der war echt schlecht, weil das Spiel halt einfach durch ist. Ihr werdet noch ein paar Folgen sehen, die mache ich jetzt nächste Woche fertig von New Frontier. Ich werde euch nicht alles zeigen, weil wir haben da hauptsächlich dann nur noch dieses Capture the Flag-Ding gemacht. Das macht schon Laune, das werden wir auch weiterhin mit Sicherheit mal machen. So ein Stündchen, zwei kann man das machen, ja. Ansonsten, ja, gehe ich gleich nochmal auf die einzelnen Spiele ein, warum, wieso, weshalb die bei mir nicht mehr so laufen, wie sie laufen. Aber erstmal die Fakten. Wie gesagt, kein exklusiver YouTube-Content, bis auf den Rust Guide. Im Oktober, im November weiß ich es noch nicht. Vielleicht werde ich mir den November auch noch kneifen. Werde mir da auch noch eine YouTube-Auszeit nehmen, dass ich exklusiv was für YouTube mache. Hängt davon ab, wie mir 7 Days gefällt. Wenn 7 Days mir gefällt, werde ich euch auf jeden Fall eine Solo-Staffel auf YouTube bringen. Definitiv. Die wird auch YouTube-exklusiv sein. Obwohl Stream vielleicht auch gar nicht so uninteressant wäre bei 7 Days, auch Solo. Ja, wie gesagt, ich muss mir da echt Gedanken zu machen. Ich bin da echt so ein bisschen in der Zwickmühle. Deswegen könnt ihr mir auch gerne mal eure Meinung rausholen. Ich meine, ihr habt jetzt so die Rust-Bonus-Staffel ist gemischt. Da war ein paar, so könnte ich es mir bei 7 Days dann halt eventuell auch vorstellen. Da waren halt ein paar Folgen, die ich so aufgenommen habe, nur für YouTube, ein paar Folgen aus dem Stream. New Frontier war immer aus dem Stream. Ich weiß selber, wenn ich bei anderen YouTuber gucke, wo Stream-Content ist, ja, dass es halt doch was anderes ist, ne? Ich merke es ja auch bei mir selber, wenn ich also Rust aufnehme, jetzt für YouTube exklusiv, ist es was ganz anderes, als wenn ich Rust im Stream spiele und dann auf den Chat drauf eingehe und so weiter und so fort. Ja, und wenn ich mir die Zuschauerzahlen generell angucke, zu Rust auch, ja, kann ich sagen, wie es ist, ist es definitiv enttäuschend. Generell, die YouTube-Zahlen sind enttäuschend. Ja. Ich kann es auch gerne mal für euch belegen. Rust Stream Staffel, was heißt Stream Staffel, jetzt Bonus Staffel. Ja, hat max 200 am Anfang, danach geht es runter auf 100, 130, 140. Ist für Rust echt wenig. New Frontier. Ja. Zwischen 50 und 20. Das ist in Ordnung. Das ist schlecht, ja. New Frontier ist jetzt aber nichts, was mir Arbeit gemacht hat. Das ist aus dem Stream, das ist gecuttet, da ist ein Thumbnail reingemacht. Fertig. Ja, deswegen juckt mich das da jetzt nicht. Wenn ich aber exklusiv was für YouTube aufnehme, was jetzt bei der Bonusstaffel auch nicht ist, deswegen jucken mich da die Zahlen jetzt auch nicht so wirklich. Nichtsdestotrotz sind sie schlecht. Teilweise auch 200 mal, ja. Ja, ist nicht das, was ich als Anspruch habe in Rust. Das sage ich euch ganz ehrlich. Svenne Deep, dasselbe. Svenne Deep war auch aus dem Stream. 25 Aufrufe. Ja. Angezockter Young war halt auch aus dem Stream. 110 Aufrufe. Diese 3 Stunden Rust, dass die nur 140 Aufrufe haben, finde ich sehr schade, weil da war richtig Action drin. Vielleicht hätte ich da Folgen rausschneiden sollen, keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht, warum die Leute das nicht gucken wollen. Rust Guide, komplett enttäuschend. Die Arbeit, die ich da reingesteckt habe, sind die Aufrufe ein Witz. Ist einfach so. Ja, Control, YouTube exklusiv. Ja. Ich meine, hier 33 ist okay, 17. Die Folge hat 7 Aufrufe. Also, ja, schenke ich mir, Leute. Ist klar, ich zock's für mich dann, solange es mir noch ein bisschen Fun macht, ja. Aber die Arbeit, allein das Video hochzuladen, ist jetzt nicht die Arbeit, ein Thumbnail zu erstellen, den Titel zu machen.
das alles einzurichten auf YouTube, das ist Zeit. Das ist alles nicht das passiert nicht automatisch und ist in 10 Sekunden erledigt. Und dafür, nö. Vielleicht war es in der letzten Zeit zu viel Content, zu viel durcheinander Content. Mag alles sein. Auf jeden Fall enttäuschende Zahlen. Letzte Rust-Staffel, ja, auch enttäuschende Zahlen. Wobei ich da sagen muss, völlig zu Recht und wundert mich eigentlich, dass es doch noch so viele sind. Ja? Also die ersten 2-3 Folgen haben immer mordsmäßige Aufrufe, dann geht es immer runter. Das ist ganz normal in Rust. War bisher immer so, aber eine gute Staffel sind für mich Minimum 400 Aufrufe pro Folge. Ist einfach so. Alles darunter ist schlecht. Die Staffel hatte zwischen 250, ich glaube 126 oder so ist das wenigste. So, die ersten 7 Folgen ging noch. Das sind 300, 350 Aufrufe, das ist in Ordnung, ja. Solo gucken halt eh nicht so viele Leute, das ist einfach so. Oder weniger, als wenn ich so irgendwas mache. Ging dann aber runter, 200, 150, 150. Wie gesagt, ist bei der Staffel echt in Ordnung, weil die Staffel einfach schlecht war. Das weiß ich selber. Von daher kann ich das vollkommen nachvollziehen. Wird das auch nicht als Maßstab nehmen. Davor die Staffel war die, wo wir im Team gespielt haben. Die war jetzt, ja, von der Stimmung her und so weiter war die jetzt auch nicht brillant. Metro Exodus war auch enttäuschend, eigentlich, wie ich das sehe. 50, 38 Aufrufe ist enttäuschend. Obwohl es wirklich so geil war. So. Mein Rust Guide hier, das ist okay. So, manche Sachen. Stromgrundlagen. Raiden, Skins. Wie am besten starten, so, da gehen die Aufrufe einigermaßen, aber manche Sachen. Wo manche Sachen interessieren halt einfach keiner. Also wenn ich die jetzt sehe, hier so 350 Aufrufe, das ist in Ordnung. Auch hier 200, 300 Aufrufe, das ist gut. Das finde ich in Ordnung. Auch hier, das ist, ja, okay, es geht. Hier sind auch 300, 300, 200. Aber generell halt einfach ein bisschen enttäuschend. Ich habe da mir mehr ausgerechnet. Was heißt mehr ausgerechnet, aber ja, mit mehr gerechnet. Kann natürlich noch kommen, ja. Alles gut, ich werde den Rust Guide, solange ich Spaß an Rust habe, auch aktuell halten. Wie gesagt, Oilwigs muss ich auch nochmal rausnehmen und so weiter. Ich werde den Rust Guide auf jeden Fall bis Ende des Monats wahrscheinlich abgeschlossen haben und ja, dann schauen wir einfach mal, wie sich das da entwickelt. Gut, This Land is My Land. Aufrufemäßig, ich guck mal eben hier durch. Habe ich jetzt auch schon lange nichts mehr gebracht. Aufrufemäßig echt gut. 120 bis 100 ist für meinen Channel. Alles andere als Rust, was 100 Aufrufe hat, ist auf meinem Channel gut. Ist einfach so. 7 Days. Team Zagos, die letzten waren 40 bis 50 Aufrufe. Ja. Eigentlich wollte ich die letzte Rust-Team-Staffel sehen. Aufrufe. Ich glaube, es waren von Anfang 400. Oder das erste hatte 700, ging dann runter auf. Warte, ich gucke nochmal. Rust US Solo. Stranded Deep. Ja, die war am Anfang auch gut, ging immer weiter runter. Ist generell so der Trend eigentlich immer. So, was Guide Control hatte ich gesagt. Das sind einfach so viele Videos hier, Leute. Hier, was Teamstaffel. Also die letzten Folgen 350, 370, 328, 300, 427, 400, 400, 300, 300, 400, 400, 400, 350, 300, ja, ist in Ordnung. Also 400, ja, die ersten 10 waren noch alle über 400, das ist in Ordnung.
Da kann man. Gibt bessere Staffeln, ja. Gibt weitaus bessere Staffeln. Die eine Staffel ist ja eh so gehypt bei mir. Keine Ahnung. Die muss irgendwo in irgendeiner Sphäre auf YouTube rumschwirren, dass da immer noch die Leute da drauf geleitet werden. Das ist in Ordnung. Ja, Ausblick Rust. Wie gesagt, es wird auch Rust weiterhin geben bei mir. Muss mir halt im Klaren werden, wie ich es mache mit YouTube exklusiv und Stream. Es wird für eventuell halt einfach weniger Content werden. Es wird klar immer noch das Rust Update Video geben. Im Oktober wird es keine Rust Staffel geben. Keine exklusive Rust Staffel. Vielleicht werde ich mal ein, zwei Streams machen. Ja, das ist eigentlich so die Neuigkeit. November, ich weiß es noch nicht. Ich habe Bock auf Rust. Ich habe auch Bock immer wieder auf Rust Duo oder Trio. Ja, auch da muss ich einfach mal gucken. Will da nichts versprechen. Nehmt halt einfach mit. Oktober kein Rust-Content, auch kein anderer Content, auch kein 7-Days-Content. 7-Days kommt ja jetzt, glaube ich, Dienstag, Mittwoch oder was. Auch da werde ich mich nicht hinsetzen und eine Solo-Staffel anfangen. Zumindest ist es nicht geplant. Es sei denn, das Spiel hypt mich jetzt irgendwie so mega, dann könnte es doch passieren, aber ansonsten, ja, ihr kennt das, dann kommt erst wieder das, dann ist das alles buggy, dann kommt wieder da eine Version. Da gehen wieder 3-4 Wochen ins Land, bis du dann irgendwie mal eine Version hast, die dann wirklich mal vernünftig spielbar ist. Klar wird es Streams zu geben, ja. Wir reden jetzt hier nicht, dass ich gar keinen Content biete. Es geht darum, dass ich nicht exklusiv für YouTube mache. Ich werde klar 7 Days streamen. Wir werden 7 Days auch im Multi-Stream ein bisschen, keine Frage. Wir werden uns das alles angucken. Ja, und wie gesagt, ich werde das hier, wahrscheinlich eh über WeStream machen, dass ich auf beiden Plattformen streame. Und ihr könnt es euch ja dann auch später angucken. Ich werde es aber nicht irgendwie schneiden oder sonst was. Ich werde also im Oktober mir einfach keine Arbeit für YouTube machen. Sagen wir es einfach so, abgesehen von dem Rust Guide. Da wird ein bisschen was kommen. Es wird einiges zu Strom auch kommen. Das ist zumindest mein Plan. Und das reizt mich von der Rust-Zeit. Ja? Reizt mich das schon voll aus. Von daher passt das. Wie es im November ausschaut, weiß ich noch nicht. Möchte ich nichts versprechen. Ja, und ansonsten zu Rust. Es muss mich einfach wieder kicken, Leute. Es muss mich einfach wieder kicken. Ja. 7 Days habe ich gesagt. 7 Days wird. 7 Days wird ist. Oder was ich plane, ist auf jeden Fall eine Solo-Staffel. Denke dann auch ab November irgendwann oder schon Ende Oktober oder so. Wie gesagt, da muss ich warten, ob es Experimental-Versionen wieder kommen und so weiter. Ich habe da keinen Bock, dann wieder 20 Mal anzufangen und so eine Scheiße. Von daher warte ich dann, bis irgendwas ist, wo wir sagen können, jo, wir können jetzt hier anfangen, ohne dass wir 3 Wochen später neu starten müssen oder so Mist. Ja. Ansonsten Control knicke ich mir. Ja, die Aufrufe. Leute, vergesst es. New Frontier wird noch ein bisschen was zu kommen. Diesen Monat auch. Muss ich noch schneiden. Aus den Streams kommt da ein bisschen was zu. Jetzt aber auch nicht so mega viel, weil was soll ich euch jetzt hier noch irgendwie 20 Runden diese PvP-Events zeigen. Ich glaube, wir hatten noch ein, zwei gute Runden, die könnte ich zeigen. Und wir haben noch ein paar Raids gemacht. Das kann ich euch zeigen. Und dann seht ihr auch, warum das Game so ein bisschen Abfuck ist. Ja, kann ich auch ganz kurz hier drauf eingehen. Also New Frontier macht halt einfach keinen Sinn zu raiden. Es gibt ein super System, man kann super raiden, das ist alles gut, man kann okay bauen, das ist alles okay. Es gibt aber einfach, jeder Spieler hat ein Storage, der man auf bis 500 Slots erweitern kann, der safe ist, wo kein Mensch drankommt. Das ist so eine Art Bank. Da kommt kein Mensch dran, von daher hat kein Mensch irgendwelche Items in seiner Bude liegen, von daher machen Raids einfach keinen Sinn, was das ganze Spiel aushebelt. In meinen Augen. Klar, es ist nett, dieses Capture the Flag Event. Das macht Spaß, wenn du da mit 4-5 Leuten bist. Mal ein bisschen was anderes als irgendwie nur Rust oder sowas. Werden wir auch in Zukunft mit Sicherheit nochmal machen. Aber es macht keinen Sinn, da jetzt sich irgendwelche großen Gedanken zu machen, dass man da großartig baut oder sonst irgendwas.
Ja, weil Raids keinen Sinn machen. Man kann kein Loot. Man könnte Loot ergaunern, aber jeder hat halt sein Storage und ich wusste das leider nicht. Mein Loot war in der Base, der wurde geradet. Ja, hebelt das Spiel halt einfach aus. Ansonsten hat das Spiel gute Ansätze, aber es hat auf meinem Channel keine Zukunft. Wie gesagt, es kommen noch ein paar Folgen. Dann seht ihr auch warum und ja, wahrscheinlich werde ich ab und wann mal reingucken. Wir werden auch im Stream mal ein Stündchen, zwei da vielleicht so ein bisschen dieses Capture the Flag Event machen oder sowas. Das werdet ihr dann hier auch sehen, aber jetzt nicht, dass ich da irgendwie Let's Play oder sowas rausmache. Also New Frontier, kommt noch ein paar Folgen diesen Monat, dann ist das durch auf meinem Kanal. Control dasselbe, Control ist durch. Rust, wie gesagt, die Bonusstaffel läuft, 7 Days. 7 Days muss ich mir angucken, wie es mich kickt, wie es kommt. Wenn, dann wird es dazu auf jeden Fall eine Solo-Staffel geben. Wie es im Multiplayer ausschaut, weiß ich noch nicht. Ja, Zeitfaktor einfach. Swanet Deep, ja. Wenn ich mir die Aufrufe angucke, macht es halt auch keinen Sinn, da jetzt zu sagen, ich mache da jetzt nochmal ein Let's Play raus. 25 Aufrufe sehe ich. Das Interesse ist so semi da. Kann ich verstehen, weil das Spiel halt einfach dann nur noch... Ja, es gibt keine Ziele, ne? Ihr könnt klar die Insel, ihr baut euch dann irgendwas, aber sobald ihr halt eure Nahrung und Wasserversorgung aufgebaut habt, ja, ihr könnt mal eine Vergiftung kriegen, das ist ein bisschen tricky, da müsst ihr suchen fahren, weil dann habe ich das Floß gebaut, dann ballerst du halt auch da rum, das ist gar kein Problem, die anderen Inseln anzufahren. Ja, du kannst mal tauchen, kannst ein bisschen unter Wasser erkunden, das wäre nochmal was, aber dann hört es auf, dann geht es halt echt nur darum, sich da irgendwie was hinzuzimmern. Ja, dafür aber dann irgendwie 20 Stunden alle Inseln abfahren und Holz hacken. Ja, ist halt nichts, was man dann da groß Let's Playen muss. Ich da irgendwie 20 Stunden farme oder so ein Scheiß. Und habe ich auch keinen Bock drauf, Leute. Sag ich euch auch ganz ehrlich. So, war es chillig, war schön, mal da so ranzugucken, reinzukommen und so weiter. Aber es muss irgendwas hin. Es muss irgendwie was Großes hin, was man erkunden kann zum Beispiel. Oder die Inseln müssen Sachen drauf haben, die man erkunden kann. Oder es muss ein paar Gegner geben. Irgendwas muss da passieren. So ist es einfach. Ja, bis zu dem Level, wie wir gespielt haben, dass man so ein Floß hat, seine Versorgung aufgebaut hat und so. Alles gut. Aber danach, nee. Dai Yang, das angezockt hat, 110 Aufrufe. Fand ich jetzt gar nicht so schlecht, Dai Yang. Ist auf jeden Fall vielleicht nochmal was, wo ich einen zweiten Blick riskieren werde. Ja, mal schauen, mal abwarten. Was hatten wir sonst die letzte Zeit? Ich glaube, das war es, was wir an Games hatten, oder? Nochmal ganz kurz. Control, Rust. Ja, wie gesagt, vielleicht war es auch allgemein einfach zu viel. Durcheinander. Memories of Mars hatten wir nochmal. Es waren 118. Das war aber auch nur der Stream. Das hatte ich nicht nochmal extra irgendwie aufbereitet oder so. Aber Memories of Mars kann gut sein, dass ich da vielleicht auch mal ernsthafter was mache. Kann sein, muss nicht, weiß ich noch nicht. Ihr seht, generell bin ich so in so einer Phase. Alles kann, nichts muss. Ja, aber das zu den Games. Also ihr wisst Bescheid. Ich will das Video jetzt hier gar nicht weiter in die Länge ziehen. Das mache ich im Extra-Talk. Könnt ihr euch gerne zu Rust, werde ich auf jeden Fall jetzt hier nach noch einen Talk aufnehmen. Könnt ihr euch auf Zagos Quatscht angucken. Ansonsten werde ich da auch generell nochmal auf ein paar Spiele eingehen. Sisland is my land. Ja. Habe ich aufgehört gehabt, weil erstmal die Zeit nicht da war. Um da nochmal ganz kurz drauf einzugehen. Und ja, wenn die Zukunft oder auf, ich war jetzt das Level hatte und wir hatten ja auch hier, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß er her, so seine Kommentare da. Ja, wenn das die Zukunft ist, dass ich da alleine gegen 60 Cowboys da mit irgendwelchen
Patrouillen rumschlagen muss. Nee, ist halt einfach too much, Leute. Ist mir zu dumm. Ist mir halt einfach zu dumm. Ja, so vor da einzunehmen, dass ich da so einen Widerstand habe, alles gut, völlig okay. Mit diesen Patrouillen ist mir zu dumm. Dann, keine Ahnung, mach vier Typen dahin, die irgendwie dann, viel mehr Stärke haben, viel mehr Leben haben, sonst irgendwas, alles gut. Aber stell mich da nicht 1 gegen 60 Leute hin. Das kann man mal machen. Ja, es war eine Herausforderung. Ich meine, wir haben sie auch geplatt gekriegt dann irgendwann. Ist mir aber definitiv zu dumm. Sag ich euch ganz ehrlich. Die andere Geschichte ist die Menüführung. Wie gesagt, ich habe kein Problem damit. Hatte ich ja in dem Spiel auch schon gesagt. Wenn ich da irgendwann 50 Dinge habe, da hoch und runter zu scrollen, wenn das denn auch alles flüssig läuft, ja. Wenn ich aber jetzt jedes Dorf reinklicken muss, da draufklicken, dann geht das wieder nicht, dann muss ich runter scrollen. Ich verbringe mehr Zeit in Menüs und in Rumgeklicke und Rumgemache. Das muss halt einfach alles optimiert werden. Ich werde da nochmal reingucken, ich werde da auch nochmal ein Let's Play dann zu machen. Es gab ja auch schon wieder Updates und so weiter. Wie gesagt, ich werde da die Tage dann irgendwann nochmal im Stream reingucken vielleicht. Und wenn ich dann soweit für mich sehe, ja, es ist ausgereift, dann mache ich da gerne auch ein Let's Play zu. Habe ich Bock drauf. Wie gesagt, das Game hat mich gehypt, das hat mich immer noch, aber ja, diese 10 Dörfer, die ich hatte, oder 12, ist echt Maximum, ja. Das war Maximum, Leute. Weil ich kann nicht da mit dem Speed, der da war, mit 50 Dörfern hantieren. Das geht nicht. Wenn, dann muss das zackig, zügig gehen. Dann müssen die Menüs, die müssen... Es kann nicht sein, dass ich klicke, rumscrollen muss, um irgendwas zu machen, das alles ewig dauert. Das geht nicht. Das nervt dich dann irgendwann nur noch ab. Und auch mit diesen Patrouillen da mit 60 Cowboys, das ist Schwachsinn. Da ist ein Zeltlager mit 5 Leuten drin, Alter, und da ist ein Fort mit 10 oder 20 Leuten drin. Aber da rennt eine Patrouille von 60 Cowboys hin und her oder was. Wo ist der Sinn? Versteht ihr, was ich meine? Wo ist der Sinn? Das passt halt alles nicht zusammen. Und deswegen hat es mir dann einfach keinen Spaß gemacht. Das nur mal zur Erklärung, warum This Land Is My Land nicht mehr weiterging. Wie gesagt, ich gucke da gerne nochmal rein, auch im Stream und so weiter. Und ja, werden wir sehen. Es wird auf jeden Fall nochmal was kommen. Ansonsten habe ich genug andere Games, wo ich Bock drauf habe. Aber YouTube-exklusiv Oktober wird nichts kommen. Außer, wie gesagt, die Rust-Bonus-Staffel läuft bis zum 17.10. Die läuft durch. Es kommen nochmal ein paar Folgen aus dem Stream von New Frontier. Und ich werde den Rust-Guide fertigstellen. November, ich werde euch Anfang November oder Ende Oktober nochmal ein Video machen. Ich denke mal, bis dahin bin ich mir im Klaren, wie ich das in Zukunft handhaben werde mit Stream und YouTube-exklusiven Inhalten. Aber es müssen halt einfach ein paar Aufrufe auf YouTube da sein, damit ich mich hinsetze und exklusiv für YouTube was mache. Ansonsten werde ich streamen und werde es aus dem Stream nehmen. Ja, und die Leute, die es dann interessiert, die den Stream nicht gesehen haben, gucken sich es dann auf YouTube an. Und gut ist. Das sind die beiden Möglichkeiten. Wie gesagt, haut mir gerne eure Meinungen dazu rein. Von wegen, ob ihr mit dem Stream-Content klarkommt, wenn ich den dann einfach so ein bisschen aufbereite. Ansonsten werde ich vielleicht später oder in Zukunft dann auch irgendwie nur ein paar Highlights aus Streams nehmen oder so und das auf YouTube stellen oder sowas. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mir da echt ein paar Gedanken zu machen. Ansonsten auch gerne eure Meinung zu so ja, Kurz-Sessions, sag ich mal. Wie jetzt zum Beispiel nur Frontier. Das sind, was haben wir? 8 Folgen. Ja, da kommen vielleicht nochmal 5 Folgen, 13 Folgen. Das war's dann von dem Game. Das Game gibt aber einfach nicht mehr her. Ja. Und ist auch aus dem Stream, von daher könnt ihr mir da einfach mal auch eure Meinung zu sagen, wenn ihr Bock habt. Ich werde auch nochmal eine Umfrage im Community-Tab reinhauen dazu, zu dem Thema. Und dann könnt ihr auch da abstimmen und da eure Meinung reinhauen. Könnt aber auch hier einfach unter das Video was reinhauen.
Ja, ich habe wahrscheinlich schon wieder das Video viel zu lange. Ich bin schon wieder viel zu abgeschweift wegen den ganzen Games und Rust und so weiter und so fort. Die meisten werden es wahrscheinlich schon gar nicht mehr weitergucken, was völlig in Ordnung ist. Ja, ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Im Oktober kein neuer Content, den ich für YouTube extra erstelle. Keine Rust-Staffel, keine neue. Ihr seht die aktuelle Rust-Bonus-Staffel, die noch läuft bis zum 17.10. Ihr werdet auf jeden Fall 3 oder 4 Folgen noch im Rust-Guide sehen und dann eventuell nochmal 2, 3 extra Folgen für Strom. Wenn ich das alles so hinkriege von der Zeit her. Ansonsten werdet ihr auch weiterhin Streams sehen, ja, den Dienstag-Stream und Donnerstag-Stream werde ich auch mit W-Stream streamen, wenn es möchte, so dass es auch auf YouTube gezeigt wird. Werde es aber auch da nicht mehr bearbeiten, da irgendwie dann Folgen rausschneiden oder so Mist. Ich werde den Stream dann einfach voll hier stehen lassen. Die Leute, die sich angucken wollen, gucken sich es an. Und die nicht, die nicht. Ja. Denke, das ist der Ausblick. Da ich das Video jetzt zum dritten Mal aufnehme, weiß ich nicht, ob ich das schon erwähnt hatte. Sollte mir Rust weiterhin Spaß machen oder wieder mehr Spaß machen, wie es aktuell ist, hätte ich halt auch Bock, in Zukunft so Richtung 2020, also ab dem neuen Jahr, dann halt das irgendwie im Wechsel zu machen. Dass ich sage, ich mache eine Staffel solo auf dem Community-Server. Oder halt auch eventuell morgen auf einem anderen Server, je nachdem wie die Zeit ist. Die wird dann in der Regel ein bisschen länger sein, weil ich auf dem Community-Server ein bisschen mehr spielen kann. Und dann danach dann eben wieder mal eine Duo-Staffel oder mal eine Trio-Staffel. Das wird dann immer ein bisschen kürzer sein, weil ich das nur an einem Wochenende aufnehmen kann. Dass ich halt alle 2 Monate so sage, ich hau ein Wochenende in Rust halt rein, komplett. Damit könnte ich mich anfreunden und ich denke, das wäre für euch auch ein bisschen interessanter. Ja, das ist so der grobe Ausblick. Aber wie gesagt, ich werde euch da auf dem Laufenden halten und ja, Schluss jetzt, genug gelabert und viel zu viel gelabert wieder und bin schon wieder am Zagos Quatschfieber. Gut, wie gesagt, kommt gerne, guckt gerne auf den Zagos Quatschkanal. Verlinke ich euch auch hier in dem Video nochmal. Da werdet ihr auf jeden Fall nochmal ein Video zu Rust haben, wo ich nochmal ein bisschen darauf eingehe, warum keine neue Rust-Staffel im Oktober bei mir und was mich an Rust stört. Nicht nur das Glücksthema, was wir da, das werde ich auch nochmal ganz kurz ansprechen, nur dann auch so, wie sich Rust aktuell entwickelt. Ja, wer Bock drauf hat, guckt sich's an, wenn nicht, der lässt es und ansonsten, ja, ihr findet mich auf dem Discord, ihr findet mich weiterhin 2 bis 3 Mal in der Woche im Stream, auf Twitch oder auch auf YouTube. Wichtig, auf YouTube, wenn ich auf YouTube streame, ist der Chat deaktiviert. Wenn ihr mit mir chatten wollt, kommt auf Twitch. Und ja, mal gucken, ob im November dann exklusiver Content für YouTube kommt, ob Rust oder 7 Days oder beides. Oder vielleicht doch noch was ganz anderes. Ich weiß es noch nicht. Lasst euch überraschen und haut mir eure Meinung gerne raus hier in die Kommentare. Gerne auch auf Community Tab könnt ihr abstimmen. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Haut rein. Bis dann.